Für Kameradschaft steht schwarz-weiß. Die Spieler sind auf jedem Gegner heißt, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen. Herzlich willkommen zum VfR-TV. Ich darf begrüßen Daniel Weber. Hallo Daniel. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Herzlichen Glückwunsch zu den 36 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Moral. Ich weiß nicht, wo ich aufhören soll. Wie fandest du das Spiel? Ja, wahnsinnig gut. Also wir haben wollten gar nicht so aggressiv und so hoch beginnen, sondern wollten erstmal gucken, was der Gegner macht und wollten nicht wie die letzten Wochen unsere Körner in den ersten Minuten schon verpesen. Aber der Gegner hat es zugelassen. Wir haben ihn dann sehr, sehr hoch gespielt, sehr hoch gepresst, viele Chancen gekriegt und viel versemmelt wieder. Einen guten Torwart, Pfosten, alles war dabei, ein bisschen Unfähigkeit. Ich muss den Jungs ein Lob aussprechen, weil sie einfach dann weitergemacht haben und nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und wieder gekämpft haben, um dann halt später den ersten Treffer zu machen. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt. Dann wurden die Füße ein bisschen leichter, dann wurde das Spiel ein bisschen leichter. Aber man hat gesehen, Hof hat sich bisher noch kein Spiel einfach so geschlagen gegeben und hat es noch von keinem auch richtig abschießen lassen. Also musste man hoch konzentriert bleiben. Sie haben immer weiter gemacht. Also sie haben auch nach vorne versucht, immer weiter zu spielen. Ich glaube, ein intensives Spiel heute, ein schönes Spiel für die Zuschauer. Also Werbung für den Regionalliga-Fußball trotzdem, obwohl wo der Tabellenletzte gekommen ist. Und dann muss man halt sagen, hat man Lucky Punch wirklich sehr, sehr spät, auch in der zweiten Halbzeit noch einige gute Chancen, die wir wieder nicht gemacht haben oder wo der Torwart auch sehr gut gehalten hat. Aber wir haben daran geglaubt, dass wir das Zweite machen und dass wir es auch machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und dann haben wir es Gott sei Dank hat auch, und für den Mittelstürmer ist er die Wahnsinn, also er hat jetzt auch über ein paar Wochen nicht getroffen und dann steht er halt, wird er eingewechselt und hat natürlich ein bisschen Frust mit dabei, wenn man dann irgendwann von der Bank anfängt und dann hat er aber sein Füßchen wieder gezeigt, hat ihn genau dahin gehalten, wo er ihn hinhalten muss. War dir das klar, als du ihn eingewechselt hast? Ach, ganz im Ernst, alle meine Offensivspieler habe ich sehr, sehr viel Vertrauen. Das Problem ist halt nur, da hat halt ein Gegner auch oft was dagegen. Also entweder in der Verteidigung oder der Torwart oder in der Genauigkeit. Und es sind keine Profis und das darf man auch nicht immer erwarten, dass das immer alles reibungslos klappt. Und der Eisi hat jetzt 13 Hütten diese Saison. Das ist für uns als Aufsteiger, für einen Spieler, der noch nie Regionalliga gespielt hat, eine tolle Quote. Und ich wusste, dass das irgendwann wieder zurückkommt, aber man muss manchmal ein bisschen kitzeln oder ein bisschen reizen und dann läuft es dann irgendwann wieder. Und jetzt hoffe ich, dass bei uns da als Mannschaft der Knoten geplatzt ist und bei ihm auch als Stürmer. Und dann glaube ich, dass wir die nächsten Wochen ein bisschen leichter bespielen können. Und wir sind noch nicht durch, das wissen wir auch, aber wir haben jetzt 8 Spiele und wir können 8 Finalspiele um ein paar Siege halt machen noch. Und da freue ich mich einfach riesig drauf. Du hast die Moral angesprochen. Heute hat ja, Hof wieder eine Moral gezeigt, wir haben eine Moral gezeigt. Unsere Mannschaft spielt die letzten Wochen ja eigentlich recht gut. Es hat das kleine Glück gefehlt. War auch das vielleicht, dass wir es heute erzwungen haben? Ja, was heißt erzwungen? Ich glaube, wir haben spielerische Momente gehabt, wir haben nicht viel glückliche Momente gehabt. Also bis heute wieder so, ich sag mal so zwei zweifelhafte Entscheidungen, ob Hand, ob nicht Hand, ob Elfmeter, ob nicht Elfmeter, muss man dann einfach sagen, die sind auch heute nicht für uns gepfiffen worden. Also da hat der Schiedsrichter sich immer gegen entschieden, weil es ihm zu wenig war. Und da muss man einfach sagen, ist natürlich wichtig, dass man immer weiter daran glaubt, obwohl man auch da über Wochen jetzt immer wieder Enttäuschungen erlebt hat. Und die Jungs machen das die Woche im Training über und auch im Spiel. Und dann wird man irgendwann endlich wieder belohnt. Und ich möchte jetzt einfach nur dahin zurückkommen, dass wir ein bisschen befreiter aufspielen die nächsten Wochen und dann auch die leichten Füße wieder kriegen von der Hinrunde. Und dass wir dann nicht in irgendein Finale im Mai müssen. Das wäre, glaube ich, für alle schön. Ja, dass man nicht auf die letzten 2-3 Spiele irgendwas noch holen muss, sondern dass man das vorher einfach macht. Und wir haben jetzt 7 Spiele im April mit heute. Da du es gerade ansprichst. Und mit Bayern. Und also jetzt sind noch 5 übrig. Dementsprechend versucht man halt einfach jetzt so schnell wie möglich. Und wenn es läuft, dann sollte man es auch. Eine letzte Frage.
Ende April, du hast es angesprochen, da sind ja noch einige Spiele, der entscheidende Monat vielleicht auch unter anderem. Wo steht der VfR Gaching Ende April? Das kann ich dir nicht sagen, ich bin kein Hellseher, sondern ich bin halt Realist. Und wie nah sind wir an unserem Ziel? Wir sind, denke ich, kurz davor, aber einen bis anderthalb Siege braucht es halt noch. Und die werden wir jetzt schleunigst versuchen zu holen. Am besten jetzt schon am Wochenende gegen Augsburg. Wenn es einmal auch das Gefühl wieder zurück ist, glaube ich, sind die Jungs heiß darauf, dieses wieder weiter haben zu wollen. Und Augsburg steht irgendwo zwischen Gut und Böse und spielen einen tollen Fußball, sind sehr, sehr starke Mannschaft. Beim Hinspiel haben wir glücklich 1-1 gespielt, aber nehme ich auch wieder das Ergebnis. Also von daher wäre mir das auch recht. Aber wir müssen dann warten uns eine tolle Begegnung in Schalding-Heining und auch in Ingolstadt und Nürnberg und so. Das sind für die Jungs tolle Spiele. Und da werden wir bestehen oder wollen wir einfach bestehen und dann gucken wir mal, dass wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte im Sack haben. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe, es klappt auch schnellstmöglich. Samstag haben wir wieder die Chance zu Hause gegen Augsburg. Wäre schön, wenn Sie natürlich kommen und uns den VfR Gaching unterstützen. Bis dahin auf Wiedersehen und Dankeschön.